In diesem Video stelle ich Ihnen das Oticon Jet vor, die neueste Budget-Hörgerätelinie von Oticon. Ich erkläre Ihnen die Funktion und gebe Ihnen meine Meinung dazu. Hallo, ich bin Niklas Spichalski und ich bin Gründer von My Second Ear. Und ich trage tatsächlich schon seit über 20 Jahren Hörgeräte. Auf unserem YouTube-Kanal geben wir einen Überblick über die Hörgerätehersteller, die verschiedenen Hörgerätemodelle, Zubehör und heute sprechen wir speziell über das Oticon Jet. Wir haben natürlich auch schon andere Videos gedreht über den Hörgerätehersteller Oticon, verschiedene Hörgeräte, allgemeine Videos. Dazu können Sie hier oben klicken, um zu diesen Videos zu gelangen. Starten wir nun mit dem Hörgerätehersteller Oticon. Oticon ist Teil der Demand Holding mit über 100 Jahren Unternehmensgeschichte. Zu der Demand-Gruppe gehört unter anderem Marken wie Oticon, Bernafon und Philips Hörgeräte. Der Hersteller unterscheidet sich insbesondere durch sein Forschungszentrum in Eriksholm in Dänemark. Kommen wir nun zum Hörgerät Oticon Jet. Es ist das neueste Hörgerät des Hörgerätherstellers Oticon. Die Open-S-Technologie ist jetzt also hier in einer preisgünstigeren Hörgerätelinie namens Oticon Jet verbaut. Es hat Bluetooth-Konnektivität mit Two-Way-Audio-Streaming, also beidseitiges Streaming zum einen vom Hörgerät in das Smartphone und zum anderen vom Smartphone wieder in das Hörgerät. So können Sie, ja, ohne Ihre Hände zu benutzen, Sie müssen natürlich den Anruf abnehmen oder ablehnen, aber Sie können ohne Ihre Hände zu nutzen, mit den Hörgeräten telefonieren. Kommen wir nun zu den Oticon Jet Bauformen. Zum einen gibt es das Invisible in the Kennel oder auch IIC genannt. Das ist wirklich nahezu unsichtbar für die Außenwelt. Dann gibt es die CIC Variante, Completely in the Kennel. Die sind auch mehr oder weniger unsichtbar. Dann ITC in the Kennel, die sind schon etwas sichtbarer und ITE in the Ear Variante, das ist auch ein Im-Ohr-Hörgerät, aber deutlich sichtbarer als die anderen Varianten. Dann gibt es auch noch die Mini-Ride Variante, das sind dann, ist die Variante mit den Ex-Hörern, also die Variante, die ich jetzt hier zum Beispiel auch gerade trage. Hier ist ein dünner Ex-Hörer, der hier in mein Ohr führt. Für mich ist das die angenehmste Variante zum Tragen, das gibt es mit Batterie, zum einen mit T-Spule oder ohne T-Spule. Dann gibt es die Hörgeräte auch noch als BTE-Variante, also Behind the Ear. Das ist für eine stärkere Schwerhörigkeit und dann natürlich auch noch BTE oder BTE-Power-Variante, Behind the Ear-Power-Variante. Das ist dann schon eine noch stärkere Schwerhörigkeit. Das Oticon Jet gibt es in zwei verschiedenen Technikstufen, also 2 und 1, wobei 2 die niedrige Technikstufe ist und 1 die höhere Technikstufe. Ich werde jetzt ins Detail gehen und die Eigenschaften zu den verschiedenen Technikstufen erklären. Starten wir mit dem Oticon Jet 2. Es hat 8 einstellbare Kanäle, die wir verstellen können als Hörakustiker. Es hat eine adaptive Direktionalität mit selbstregulierendem Fokus bei Störgeräuschen. Das heißt, es sucht sich oder kann selber steuern, wo der Sound herkommt und kann sich darauf dann auch fokussieren. Das ist bei Störgeräuschen dann natürlich auch sehr sinnvoll oder wenn es mal etwas lauter ist oder Sie mit mehreren Leuten unterwegs sind. Deswegen, außerdem hat es eine einfache Rückkopplungs- und Windgeräuschunterdrückung aus der Open-S-Variante. Dann gibt es noch das Oticon Jet 1. Es hat 10 einstellbare Kanäle, also 2 Kanäle mehr als das Oticon Jet 2. Das werden Sie daran merken, dass es vielleicht etwas natürlicher sich anhört. Dann außerdem hat es eine Speech Rescue Funktion, das heißt Frequenzen werden in einem hörbaren Frequenzbereich kopiert. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Vogelgezwitscher nicht mehr so gut hören, dann wird das Vogelgezwitscher aus der sehr hohen Frequenz in eine etwas niedrigere Frequenz kopiert und Sie können es dann so noch weiterhin wahrnehmen. Das mag vielleicht am Anfang etwas komisch klingen, aber man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran und das kann dann auch wirklich hilfreich sein, auch insbesondere bei Stimmen natürlich, die etwas höher sind. Und dann hat das Hörgerät auch noch eine verbesserte Impuls- und Störgeräuschunterdrückung. Das heißt, die werden Sie insbesondere merken, wenn es mal schnell laut wird oder Sie in vielen Störgeräuschen unterwegs sind,
dann wird Ihnen das definitiv helfen. Wir machen weiter mit dem Oticon Zubehör. Hier gibt es zum Beispiel den TV-Adapter. Das ist ein Gerät, was Sie mit Ihrem Fernseher verbinden können. Und über das Gerät wird dann der Sound vom Fernseher direkt in Ihre Hörgeräte gestreamt, also direkt in Ihre Ohren. Und so können Sie, so müssen Sie nicht, wenn Sie mit anderen zum Beispiel gemeinsam Fernsehen schauen, den Fernseher sehr laut stellen, sondern Sie können das für sich selbst anpassen und Sie können natürlich auch ohne andere Leute ganz leise Fernsehen schauen. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Dann gibt es noch den Connect Clip. Das ist ein kleiner Clip, den können Sie zum Beispiel hier heranklippen und damit können Sie zum Beispiel telefonieren, wenn Sie das möchten. Das heißt, der hat ein kleines Mikrofon oder Sie können den natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel zu zweit unterwegs sind, dann geben Sie diesen Connect Clip der anderen Person und so können Sie die Stimme des Freundes oder des Bekannten direkt in Ihre Hörgeräte streamen lassen. Das ist auch noch sehr praktisch. Dann gibt es die Remote Control 3.0. Das ist eine kleine Fernbedienung, mit denen Sie zum Beispiel die Lautstärke verändern können, die Programme ändern. Allerdings geht das auch über die Oticon On App. Diese benutze ich eigentlich in der Regel, um meine Hörgeräte anzupassen. Kommen wir nun zu den Oticon Apps. Hier gibt es zum einen die Oticon On App. Hierzu habe ich auch ein weiteres Video gedreht. Das finden Sie hier, wenn Sie hier oben klicken. Das ist eine App, mit der Sie zum Beispiel die Lautstärke verstellen können. Die Programme können Sie hier ändern oder Sie können den Batteriestand der Hörgeräte sehen. Ich finde das sehr praktisch. Gibt hierzu auch eine kleine App für die Apple Watch. Das ist auch noch sehr praktisch. So müssen Sie nicht immer Ihr Handy herauf. Zusammenfassend kann ich sagen, ich bin ein Fan von Oticon Hörgeräten und auch das Oticon Jet enttäuscht hier nicht. Es ist, denke ich, eine sehr gute Wahl für preisbewusste Menschen, wenn sie mehr Funktionen suchen. Gibt es allerdings das Oticon Zircon oder das Oticon More. Das Oticon More ist tatsächlich mein persönlicher Favorit. Das ist das Hörgerät, was ich in der Regel trage. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was kostet denn so ein Oticon Jet Hörgerät? Nun, wir bei MySecondEar, wir stehen für transparente Preise. Wenn Sie unten in die Beschreibung scrollen, dann klicken Sie dort am besten auf den ersten Link und Sie können dort die Preise auf unserer Webseite sehen zu den verschiedenen Leistungsstufen. Das ist immer der Preis pro Ohr und davon können Sie dann auch nochmal Ihren Krankenkassenzuschuss abziehen. Wenn Sie jemanden kennen, der von einem Oticon Jet oder Oticon More oder allgemein von Hörgeräten profitieren könnte, dann haben wir etwas für Sie. Am besten Sie scrollen direkt runter zu dem zweiten Link in der Beschreibung. Dort kommen Sie dann zu unserem Weiterempfehlungsprogramm, wo Sie 100 Euro für eine erfolgreiche Hörgeräteempfehlung bekommen, sowie 100 Euro Rabatt beim Kauf eines Hörgerätes für die empfohlene Person. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Sie können natürlich weitere Videos über Oticon oder Oticon-Hörgeräte ansehen und abonnieren Sie gerne unseren Kanal und Sie können zusätzlich noch auf die kleine Glocke drücken, dann bekommen Sie immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Ich bin Niklas Spichalski, bis zum nächsten Mal.